Lorenz Gester-Beutin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was wir hier erlebt haben in der Debatte, ist teilweise doch wieder ein Trauerspiel gewesen. Von den Rechtsradikalen haben wir mal wieder gehört, ja, sie wollen volle Kraft auf Kohle setzen, ihnen ist der Klimaschutz vollkommen egal und sie diffamieren die Schülerinnen und Schüler. Sie machen jemanden, der eine Krankheit hat, diffamieren sie, machen sie fertig und führen seine Position darauf zurück. Sie sollten sich mal mit den Fakten auseinandersetzen. Das würde ihnen sehr viel helfen. Aber die FDP brauche ich nicht erwähnen. Die Antwort ist immer Markt, Markt, Markt. Nee, das klappt nicht mehr. Wir brauchen Ordnungsrecht. Aber gestatten Sie einen Zwischenruf, eine Zwischenfrage des Kollegen Hilse? Ah, nee, danke. Aber ich möchte noch mal ganz klar deutlich sagen, was mich eben in der Debatte erschreckt hat, ist die Position von Herrn Lemmel gewesen. Denn Herr Lemmel hat eben vertreten, was wir sonst immer von Herrn Hilse hier tatsächlich hören im deutschen Parlament, dass der Kohleausstieg nichts am Weltklima ändern wird, nichts zum Klimaschutz beitragen wird. Das ist nachweislich falsch. 10% macht der europaweite CO2-Ausstoß am weltweiten Ausstoß aus. Und 7 von 10 der dreckigsten CO2-Schleudern stecken in Deutschland. Das heißt, es würde sehr wohl was ausmachen für den europäischen Ausstoß und auch fürs Weltklima. Deswegen steht der Kohleausstieg eben auf der Tagesordnung. Doch leider steht es um die Energiewende hier in Deutschland schlecht. Wir haben es in den letzten Wochen erlebt. Wir haben mit Extinction Rebellion eine starke Klimabewegung auf den Straßen weltweit, die Fridays for Future gut ergänzt. Sie haben es erreicht, dass in Großbritannien der Klimanotstand ausgerufen worden ist. Sie hat es erreicht, dass so eine große Partei wie Labour in Großbritannien gesagt hat, das steht auf der Tagesordnung. Wir müssen alle Gesetze, die wir machen, auf Klimaschutz abklopfen. Das ist genau der richtige Weg. Und auch in Deutschland hat Konstanz als erste Stadt den Klimanotstand ausgerufen. Das sollten wir doch auch mal zur Kenntnis nehmen. Und was passiert hier? Die Große Koalition kommt nicht voran. Sie kommt nicht voran beim Kohleausstieg, bei der Verkehrswende, bei der Wärmewende, bei der Agrarwende, in allen Bereichen. Und dann haben wir Anfang dieses Jahres bei der Frage der Windenergie erlebt, dass wir dort einen beispiellosen Einbruch haben, der historisches Ausmaß hat. Das ist dramatisch. Das ist auch dramatisch für die Beschäftigten bei uns in Deutschland. Die Energiewende und die Windenergie sind einer der Grundpfeiler bei den Arbeitsplätzen mittlerweile in Deutschland. Und was da gerade abläuft, was die Große Koalition da verzapft, ist fahrlässig. Wir erleben also ein Nichtstun, während die Welt Feuer fängt. Und genau das ist die Verantwortungslosigkeit. Aber was liegt nun vor? Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf der Grünen vorliegen zum Einstieg in den Kohleausstieg. Sie schlagen eine Abschaltung der Kohlekraftwerke in Höhe von 7 Gigawatt vor bis 2022, davon nur 3 Gigawatt in der Braunkohle. Und ich weiß, und Annalena Baerbock hat es eben dargelegt, es handelt sich dort in dem Vorschlag der Kohlekommission, das in einen Gesetzestext zu gießen. Und der Kollege Saathoff hat ja eben gesagt, der Kompromiss der Kohlekommission sei ein Konsens. Aber da kann ich leider nicht zustimmen, denn schauen wir uns den Kompromiss der Kohlekommission einfach mal an. Es gibt ein Sondervotum der Umweltverbände und die Umweltverbände sagen wortwörtlich, ich habe es mir noch mal angeguckt und ich zitiere wortwörtlich daraus, wir als Umweltverbände werden weiter Druck machen, um den Ausstieg zu beschleunigen. Die Aufgabe bleibt der schnellere Ausstieg als 2038. Und da haben die Umweltverbände verdammt recht. Und es sind nicht nur Fridays for Future, nicht nur Extinction Rebellion oder Ende Gelände, auch fast 20.000 Wissenschaftlerinnen unterstützen diesen Vorschlag und sie sagen, sie haben es vorgerechnet, der Kohlekompromiss ist eben leider nicht ausreichend, um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen und auch nicht, um die Klimaziele zu erreichen.
Deswegen schlagen wir als Linke, und wir werden dazu in der nächsten Woche eine Anhörung haben im Wirtschaftsausschuss, deswegen schlagen wir als Linke einen Kohleausstieg bis 2030 statt bis 2038 vor und den schnelleren Einstieg in den Ausstieg. Wir müssen die dreckigsten Kohlekraftwerke, die 20 dreckigsten Kohlemeiler bis 2020 abschalten. 2022 ist leider zu spät. Und wir müssen den Kollegen in den Braunkohleregionen Rhein-Wein einschenken. Wir müssen ihnen sagen, wir müssen handeln. Sie brauchen Planungssicherheit. Das Handeln ist notwendig aufgrund einer existenziellen Notlage in der Bundesrepublik. Und da brauchen die Menschen in der Lausitz, im Rheinland, im mitteldeutschen Revier die Erkenntnis, dass wir sehen, was sie dort geleistet haben, dass wir ihre Tradition anerkennen, aber dass wir auch sagen, es geht leider nicht mehr so weiter. Wir müssen handeln. Wir brauchen Arbeit und Beschäftigung in den Regionen. Die müssen wir sichern. Wir müssen den Strukturwandel auf die Reihe kriegen. Das sind wir Ihnen schuldig. Und das ist dann keine Planwirtschaft, sondern das ist Planungssicherheit, das ist Förderung von strukturschwachen Regionen. Das müssen wir machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, deswegen können wir leider Ihrem Antrag an dieser Stelle nicht zustimmen. Wir werden uns an dieser Stelle enthalten. Und wir hoffen sehr, dass wir gemeinsam weiterhin auf die Straße gehen werden, dass wir weiterhin Fridays for Future und all die anderen Klimabewegungen unterstützen werden. Denn es geht um die Rettung der gesamten Menschheit und da können wir nicht drum lavieren. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention erteile ich das Wort dem Kollegen Carsten Hilze.